Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Sacred Call Together mit LaFishy und Chantal in der Höhle mit den dummen, komischen Höhlengolems, hießen die so? Glaube. Mit Schwarzbären, die irgendwie immer noch ganz komisch sind. Freundlich sind, die wir eigentlich töten müssen. Und heute mit lauten Katzen vermutlich, weil meine Freundin zu Hause ist. Ach ja, ich habe hier die ganzen Höhlengolems hingestellt. Katzis. Laut, ich kotze gerade erstmal fast. So wie in dem Part, den du heute hochgeladen hast von GTA, da hast du auch gesagt, hey, ich fast gekotzt. Da ich ja, so, top. Da ging es mir auch echt nicht so gut. Da hab ich gerade Müsli gegessen gehabt, ne? Ja, und da hast du gesagt, hey, mir ist immer richtig übel vom Müsli. Da ich so, top. Da war mir auch echt nicht so gut. Lass mal kurz aus der Höhle rausgehen, wieder reingehen, dass die Bären neu spawnen. Na, ich habe hier gerade so eine ganze Backe Höhlengolems im Arsch. Ja, same, deshalb gehe ich hier raus. Ich habe keine Lust, dich einfach stehen zu lassen. Viel Spaß mit denen. Das fuckt dann übel ab. Ja, ich gehe nicht raus, ne? Ja, viel Spaß mit denen. Ich mach dann die Hauptquest weiter. Oh, ich bin gerade fast gestorben. Oh, ich gehe vielleicht doch raus. Ich hätte nämlich mit einem Helfer. Warte, hier gab es keinen Händler, oder? Kleiner Fun Fact. Ich weiß nicht, wie wir den freischalten. Ich glaube, dafür müssen wir die Erlösung des Verdammten machen. Okay. Und das ist im nächsten Gebiet praktisch. Okay. Ach, ein bisschen skillen. Bist du jetzt wieder hier drin? Ja. Ah, okay. Dummer Schwarzbär. War hier in der Nähe das Portal? Haben wir das Portal schon? Ja, wir haben das Portal schon. Das ist sehr in der Nähe. Ich gehe mal kurz durchs Portal und hol mir Tränke. Das wolltest du, glaube ich, auch zwischen den Parts machen, hast du gesagt. Ja, habe ich vergessen. Wie viele Bären brauchen wir noch, weißt du das? Keine Ahnung. Ich habe gerade noch einen getötet, nämlich. Ich habe keine Anzeige gekriegt. Gut. Ganz kleiner Funfact noch. Hier oben, dieses Grab, was wir jetzt sehen, das sollte eigentlich sterben. Zu sein. Und das hätten wir aufmachen können, theoretisch, habe ich gelesen im Internet, aber wir können es nicht aufmachen, weil Multiplayer halt. Bug. Multiplayer ist halt, top und gute. Oh Gott. Ich werde sterben. Ja, ich nicht. Gott. Wo finde ich Schwarzbären? Also irgendwie ist die Quest mega behindert. Und ich bin... Au! Hört auf mich zu treffen! Und ich bin tot. Sehr schön. Ja toll, ich spawn in der Höhle, danke! Ufer. Ist das behindert, ey. Ha! Tempolimit hilft mir, um durch Gegner durchzukommen. Dumme Manjos. Geh also hier nicht lang. Respawn-Prinzip bei... Freddy, ich kann gleich nichts mehr machen. Ja, was soll ich sagen? Komm weder aus der Höhle raus, noch in die Höhle rein. Das kann ich jetzt momentan auch nicht beheben, muss ich gestehen. Also nur um festzustellen, das ist richtig dumm gemacht. Same. Also, same, ich habe dieselbe Meinung dazu. Hallo! Hi! Schieß meine Katze nicht mehr. Katze, ich dreh natürlich komplett durch, wenn die Frau nach Hause kommt. Frauen, Alter. Oh fuck! Oh fuck! Wo ist das Portal? Wo ist das Portal? Wo ist das Portal? Freddy, das ist nicht in der Höhle. Ich bin nicht in der Höhle. Ach so, seit wann bist du nicht mehr in der Höhle? Raum, Zeitraum? Ja, dann hilf mir! Hä? Ich kann dich nicht. Ja doch, du kannst mir ein paar Tränke geben. Aber ich bin schon mal im Portal. Ja, dann kannst du mir trotzdem helfen. Wie soll ich dir helfen, wenn ich beim Portal bin und Tränke kaufe? Weil du nicht beim Portal bist und Tränke kaufst, sondern nur beim Portal bist. Soll ich zurücklaufen? Ja. Okay, dann gehe ich nach Purgatorio und hol Tränke. Das macht doch gar keinen Sinn, wenn ich jetzt wieder zurücklaufe und du dann wieder stirbst. Dann ist so. Ich würde ja nicht sterben, wenn du mir ein paar Tränke geben würdest. Ich hab ja nicht mehr so viele. Ich hab selber noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Und wenn ich irgendwie gegen jeder kämpfe, sind da 5 wieder weg. Das heißt, wenn ich jetzt ganz viele Tränke kaufe, beziehungsweise einige, und dann zurücklaufe, dann ist die Chance höher, dass wir überleben. Dann habe ich ungefähr 100 Tode mehr. Da
Dann lauf nicht in die Gegner rein. Ich spawne in Gegnern, Freddy. Das ist doof, ne? Okay, was kann ich verkaufen von dem Scheiß? Das kann ich verkaufen, das kann ich verkaufen. Meine ganzen Tränke wieder aufkaufen. Nicht ein paar mehr für mich? So, jetzt habe ich Tränke und jetzt komme ich zurück. Hätten gefühlt mehr Tränke sein können trotzdem. So. Salvatore lebt übrigens immer noch hier in der Stadt. Der dumme Geist. Tal der Tränen. Hey, der hat meinen Zauber geklaut. Dummer Gegner. Muss ich hier schon lang? Ja. Hallo Sakara-Dämon. Hallo Gehirnfüßler. Hallo Höhle. Hallo Gegner. Gott, kriege ich hier krass auf die Fresse. So, jetzt bin ich hier. Jetzt habe ich nämlich Tränke. Soll ich sie einfach mit dir handeln? Kannst du? Stopp doch, dann ist Drecksvieh. So, wie war das nochmal, ich glaube? So. Ich nehme eine Handelsanfrage an. Weiß ich nicht. Ich glaube auf mich klicken. Mal gemacht? Ja, weiß ich aber nicht, wie ich das gemacht habe. Habe ich mich gerade zu dir importiert? Ja. Man kann sich zu anderen Leuten importieren? Ja, das haben wir irgendwann mal rausgefunden. Wie hast du es gemacht? Mit Steuerung und auf deinen Avatar. Warte mal. Ich hab keine Ahnung, wie eine Handelsanfrage an die Stelle. Shift-Klick auf meinen Charakter, glaube ich. Bleib mal stehen. Mach mal Shift-Klick auf meinen Charakter. Hab ich. Okay. Ah, Shift-Klick auf dich selbst. Oh Gott, ich laufe in den Gegner rein, warte. Ist das behindert? Reicht das erstmal? Ja, sollte. Wenn ich mich mal im Hintergrund halten kann, wie ein Fernkämpfer das eigentlich tut, vielleicht. Willst du hier raus? Ja, wir sind fertig. Haben wir genug, ja? Ja, ich hab die alle getötet. Achso, ja, ich hab keine Meldung gekriegt. Ich wollte nicht zurückrennen direkt, weil du deine Tränke haben wolltest.
Bier sollte eine Herausforderung darstellen. So, 10 Minuten nehmen wir ja schon auf. Und wir haben bisher nichts geschafft. Geil. So, wir haben Top-Part. Du bist angeteilt, glaube ich. Hm. Und schon wieder. Ja, den habe ich nicht gesehen. Und vor mir standen gerade zwei anstatt einer. Nee, bei mir war nur einer. Oh Gott, komm nicht raus. Schlechte Idee. Ja, warum rennst du denn durch? Oder wie viele Gegner waren? Ich dachte, da kommst du durch. Nicht, Freddy, wenn du rausgehst, wo bleiben die wohl stehen? Keine Ahnung. Vorm Höhlenausgang. Wo man trotzdem noch durchkommt, weil es so viele Stück waren. Warum sehe ich denn Level 60? Warum machen die so viel Schaden? Okay. Ja. Oh. Hast du da draußen jetzt alle gekillt oder nicht? Ja, also noch nicht alle, aber die direkt am Anfang schon. Ich brauche hier mal eine neue Rüstung. Ich habe doch eine mit fast 500 Rüstung drauf. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ein 300 habe ich gerade noch. Ich habe auch echt nichts Besseres gefunden. Ich glaube, ich habe so eine. Habe ich das Set? Ne, ich habe keine Set-Rüstung, aber die sieht krass setmäßig aus. Kam schon der Part GTA, in dem ich über Frauen und Tiere geredet habe? Nee. Sehr gut. Verloren. Weil genau das fällt mir gerade mal wieder auf. Frauen aller. Tiere aller. Ach ja. Wo sind wir hier überhaupt? Im Grad der Hölle. Wir müssen jetzt theoretisch nach rechts gehen. Wir können aber nochmal zurücklaufen. Soll ich nochmal zurücklaufen und die Quest abgeben? Ich würde normalerweise nochmal zur Stadt gehen. Also durch ein Portal. Okay. Aber ich renne jetzt aber gerade nur durch. Hier unten wäre noch irgendwo eine Quest gewesen, aber ich noch mal keine Lust, jetzt runterzulaufen, weil es mir viel zu weit weg ist. Habe ich im Internet gelesen. Die dummen Verdammten, ey. Sind das viele? Ich habe übrigens gerade 9 Tode gesammelt und dadurch 1,2 Millionen verloren. Okay. Rip Money. So. Wer von euch will sich prügeln, von euch verdammten hier? Ihr haltet ganz schön viel aus, dass ihr einfach eine kleine Verdammte seid. Gott, die Katze ist doch kaum laut gerade. Ja. Bei mir fährt gerade ein Zug draußen lang, ey, ist auch nicht leise. Den höre ich tatsächlich gar nicht. Ich spüre eigentlich auch nur so die Bassvibration praktisch. Ja, die Bassvibration. Ja. Bass. Ist kein Bass. Doch, es ist ein tiefes Geräusch. Ein Bass. Das ist trotzdem kein Bass. Das ist eher eine Vibration. Hahaha, welch ein Spaß. Und ihr konntet wirklich ihre wutverzerrten Gesichter sehen. Ihr habt euch die Belohnung redlich verdient. Dankeschön. Nur bin ich jetzt fast gestorben an den Verdammten. Hä? Was? Ab hier ist Höhle. Hölle? Also ab hier wird's dunkel. Nein, Höhle. Ach so. Mit zwei Haaren.
Mal gucken, wie lange ich das überlebe mit irgendwie 10 AP. Ist das alles, was ihr könnt? Die ganze Zeit leuchtet mein Lebensbalken wieder auf. Das hatte ich noch nicht. Also das ist auch kein Bug, also ich regeneriere wie manchmal im Vampirwurst ein bisschen Leben, wenn ich Gegner Schaden mache. Und ich nehme gerade einfach keinen Heiltrank. Also ich bleib die ganze Zeit so low und sterb dann mal fast dran. Okay. Peter, was? Wir haben es jetzt 7:45. Okay, dann renne ich es einfach durch, kein Bock auf die scheiß Gegner hier. Was ist mit den Katzen jetzt gerade los? Die, wie gesagt, meine Freundin ist gerade nach Hause gekommen. Kannst du dich die Katzen beschäftigen? Nein, sie macht gerade irgendwas anderes. Ich weiß auch nicht, warum die immer so abgehen, wenn sie da ist. Aber ich habe in einem Partikel darüber geredet, wie das ist mit Frauen und Katzen. Oder Frauen und Haustieren im Allgemeinen. Oder Frauen. Schafft euch einfach entweder eine Frau oder ein Haustier an, weil beides zusammen, eine Frau verzieht jedes Tier. Ohne Scheiß. Müssen wir unten oder oben lang? Oben. Safe Call? Hier ist schon fast die Hauptquest. Ich bin noch nicht weitergegangen. Ich schmeiß mal kurz die Katzen raus. Okay, das ist jetzt schlecht. Was mache ich jetzt? Er steht jetzt da vorne und ich habe hier 1000 Gegner hinter mir. Dann renne ich einfach im Kreis. Renn schon mal weiter, los! So, mir da. Lauf! Sie kommen! Ich bin dann da schon. Töte sie. Ich bin schon die ganze Zeit im Kreis gerannt, damit ich die nicht reinlocke. Töte sie doch einfach. Das sind 3 Stück, Freddy. Ach so, die anderen 5 dahinter, die sind nicht mitgekommen. Die hätte ich einfach mitbringen sollen. Wenn 5 mehr wären, sind sie trotzdem nicht so schlimm. Also, es waren aber ein Gehirnfüße, 1 AK-Dämon oder 4 von den Typen. Und die gehen mir schon auf. Sie machen mir schon gut Schaden. Na klar machen sie dir alleine viel Schaden. Wenn sie zwar kämpfen soll, das ist nicht so. Ja, aber du warst doch gerade weg. Ja. Dann hätte ich einfach nicht reingeloggt. Dann hätte ich vorbei. Dann einfach kurz warten können. Ich bin vor dir, bevor ich in diesen Gang da, wo du dran bist, gegangen, ja, bin ich im Kreis gelaufen. Du bist an mir vorbeigelaufen und hast gesagt, lauf. Ja. Obwohl du nicht wusstest, ob wir noch weiter müssen oder in eine Höhle rein. Weil wenn wir nicht in eine Höhle reingegangen wären, hätte es sein können, dass da 1000 mehr auftauchen. Dann hättest du immer mehr am Hacken gehabt und ich wäre wieder draufgegangen. Anstatt kurz gegen die zu kämpfen. Hä, hey, ich habe gesagt, lauf. Wenn du nicht wegläufst. Was ist denn das hier schon wieder? Müssen wir das Herz von Kara einsetzen? Nichts. Wie? Achso, nee, es ist einfach nur richtig, richtig dunkel bei mir. Nee, die ist wirklich nichts. Hast du es aktiviert? Nee, ich nein, nicht nein, es ist wirklich nur richtig dunkel. Du siehst es, wenn du die Kartentransparenz auf 100% hast. Also es ist wirklich nur richtig, richtig schlecht gemacht. Wie? Soll ich jetzt mal draufdrücken? Ja. Wenn du die kleine Karte aufmachst, ja, dann stehen wir praktisch im Nichts. Ja. Wir stehen aber nicht im Nichts, weil um uns rum ist es noch dunkler als da, wo wir sind. Also man sieht so einen kleinen Weg. Ich schick dir einfach ein Foto. Klick erstmal drauf. Ja. So, und jetzt? Ist denn was passiert? Ja, die Quest hat sich aktualisiert. Ich hab mir auch die ewige Flamme geholt. Bei mir ist sogar keine Flamme drin. Wir müssen wieder zum Höllenschmied. Aha. Ach ja, wir sollten die ewige Flamme für ihn holen. Ja. Hast du mir ein Bild geschickt? Nein, du wolltest es ja nicht. Nein, ich muss jetzt erstmal draufklicken. Ich dachte, du schickst mir trotzdem das Bild. Ja, aber ich kann nicht gleichzeitig draufklicken, mit klarer Maustaste gedrückt halten, mein Handy raussuchen, es entsperren, ein Foto machen. Hä, du hättest draufklicken können und dann draufhalten und dann das Handy rausholen. Ich hast es so gemacht. Na, sieht man auf dem Handy nicht ganz so gut, aber man sieht's. Ich bin jetzt übrigens draußen, verprügel schon mal die Gegner hier. Sehr schön. Schwert der Erfolglosen. Brauchen wir ein Riesenschwert? Mit richtig viel Feuerschaden drauf? Braucht man eine vernünftige Rüstung. Same. Na, du hast 200 Rüstung mehr als ich. Ja, aber ich könnte mehr gebrauchen. Hallo Gehirnfüßler. Oh Gott, plötzlich hell, ey. Bäh, gefällt mir gar nicht. Vermutlich sieht man das auf YouTube überhaupt nicht, dass der Untergrund anders war. Also ich habe auch gar nichts gesehen. Für mich sah das wirklich alles komplett
nichts aus. Foto geschickt. Hast du deine Kartentransparenz auf 100%? Nee, ich hab die... Also auf 0%? Nee. Ich hab meine Karte nicht transparent, also wirklich gar nicht transparent. Ich hab die richtig transparent. Also ich guck mal ganz kurz in WhatsApp. Was geht ab? Das sieht man fast gar nicht, ey. Ja, sieht man fast gar nicht. Auf meinen harten Schlag zu blocken. Böses Ding. Hätten wir hier einfach den Höllenschmied töten können? Hätten wir, ja. Aber ich glaube, er ist der Höllenschmied und nicht der Höhlenschmied. Nee, ich glaube, das ist der Höhlenschmied. Das ist einfach nur ein dummer Höhlengolem. Ach, das sind noch Höllengolems. Du gehst übrigens in die falsche Richtung. Ja? Na, ja. Hier ist die Bärenhöhle, komm mit. Hab schon wieder hingeteilt. Dumme Bärenhöhle. Ach Gott, hier sind aber ganz viel von den Gehirnfüßlern. Dann müssen wir die halt kurz töten. Kann der Höhlenschmied nicht einfach herkommen? Denke nicht. Euer jämmerlicher Mob konnte mich nicht aufhalten, euch zu suchen, euch zu finden und nun zu töten. Das wäre geil, wenn ich auch immer einen Schlag treffen würde. Also ich kann mich echt nicht beschweren über meine Trefferquote. Ich mich richtig. Ich kann mich über meinen Schaden beschweren, aber über meine Trefferquote nicht. 41% Trefferquote bei denen. Das ist, glaube ich, für mich. Ja, kommt auf den Händler. Kommt auf den Bazar. Ich find's auch gut, dass du das mitgenommen hast, aber den Seraphim-Scheiß nicht. Was soll ich mit Seraphim-Scheiß? Eintauschen? Boah, das ist viel besser als meine. Einen anderen Zauber von dir? Ich muss sowieso alles unnötig. Und schon wieder eingeteilt. Und ich glaub schon wieder. Wen? Den Gehörfüße, der kommt komm ich dann. Ne, der ist da hingelaufen. Okay, dann euer ist aber jämmerlicher Mob konnte mich nicht aufhalten, euch zu suchen, euch zu finden. Was meinst du? Gib. Das Tempolimit. Tempolimit! Hui. Gib her, das. Sehr gut. Ich habe auf O gedrückt, auf I. Hab schon wieder eingeteilt. Dumme Höhlengolems. Das heißt Höhlengolem, Freddy. Aber egal. Genauso wie das Höhlenfisch. Nicht Höhlenfisch heißt, aber ich fand trotzdem Höhlenfisch, Höllenfische. Sind das jetzt eigentlich wirklich Höllen oder Höhlenfische? Das waren Höhlenfische. Und wir haben sie immer Höllenfische genannt. Boah, ich hab. Nee, hab ich nicht. War das? Hab ich ihn geteilt. Gott, der könnte ja einfach mal sterben. Ich mach einfach gar keinen Schaden an den. Also irgendwie so 600 ist ja nichts. Hallo! Hi, hast du neu eingeteilt? Ich als zweite Pisser nicht. Zweimal geteilt? Nee, hast du nicht. Okay, da liegt unser Karademonhorn. Was? Wie viele brauchen wir von denen noch? Warte mal, welche Quest ist denn das überhaupt? Der Karademonhörner. Oh Gott, Hilfe! Hilfe! Gott, ey, die hauen mir so auf die Fresse, das glaubst du nicht! Ich war tot. Ja doch, die hauen mir auch krass auf die Fresse, ne? Das renne ich da eigentlich durch, weil ich keine Chance gegen die habe. Aber durchrennen funktioniert halt das zweite Problem. Du musst nur schnell genug sein. Das ist einfach so frustrierend. Ich treffe einen von 100 Schlägen vielleicht. Ich höre euch nur die ganze Zeit das Abwehrgeräusch. Also dieses. Weißt du, kling, dieses Geräusch. Kling, kling, kling. Ja, das höre ich die ganze Zeit. Und zwischendurch habe ich einmal kurz irgendwie. Dass ich mal treffe. Also nicht nach oben rennen, renn nach unten. Los. So. Machen wir ja Stärke. Achso, du bist schon gelevelt. Ja. Titan durch der Herrführer. Top. Das riecht scheiße. Hat Seraphim Glaubensstärke. Mach nie eine Seraphim gespielt. Ich einmal. Hat mir nicht so gefallen. Ich glaube auch, die kann man richtig OP spielen. Ich glaube, man kann alles richtig OP spielen. Wenn man es richtig skillt, auf jeden Fall.
meine Fresse, das kann nicht so schwer sein zu treffen. Wie kann man den Höhlengolem nicht treffen? Ich find's auch krass, dass wir auf Bronze spielen und so eine Probleme haben. Wahrscheinlich sind wir schon wieder vollkommen verskillt. Nee, ich glaube, ich bin nicht mehr so verskillt. Nicht? Nee. Du spielst eine Full-Tank-Waldelfin. Nein. Ja, du hast gesagt, du skillst nur auf Konstitution. Ja, weil ich keine Sekunde überlebe. Ja, das heißt Full-Tank. Aber ich habe auch vollen Fernkampf. Und ich habe relativ viel geschickt. Ich habe zum Beispiel sehr wenig Stärke und sehr wenig Widerstand. Oh Mann, jetzt lauf doch weiter. Eine Zippe. Oho! Ich hab mal getroffen. Sogar irgendwie fünfmal hintereinander. Gott, ey. 26 Minuten, wir haben gerade mal die Binatte Flamme geholt. Und die Bären kalt gemacht. Ja, aber das war auch ganz komisch. Ach so, ich habe ja kein Pferd mehr. Ja, genau. Hallo, Freund. Willst du ihn vorlesen? Ja, mache ich. Nein, der liest sich selbst vor. Der liest sich trotzdem nochmal vor. Mach's besser als der. Ah, die ewige Flamme. Und jetzt werde ich die Materie in der Götterschmiede lüften und für euch den Stein des Lichts. Wir haben jetzt einen Stein des Lichts. Ich will auch einen. Jetzt können wir bei ihm schmieden. Ah, der gute Schmiede. Ah, 12 auf Resistenzen, also nichts Gutes. 12 auf Resistenzen, gut. Hab ich mal Schild drauf. Pff, was soll's. Hat meine neue Rüstung eigentlich auch Scheiß? Ja, hat sie, okay. Das Problem ist nur, dass meine ganzen gedroppten Waffen von den Bossen da, also nicht von den Bossen, von den Gegnern, keinen Schmiedeslot haben. Mein Bogen hat auch oh Gott, mein Bogen hat ja auch Schmiedeslots. Ich hätte vielleicht einfach mal mehr schmieden sollen. Das Gute ist, ich habe eine Waffe, die ich in der Hand halte. Der Rest sind alles gedroppte Waffen. Oh, reicht doch auch. Ich habe mein Zwerg so verbuggt, dass ich eine Zeit lang Klamotten anhatte, die meine Schmiedekunst erhöht haben. Also mit Zwergen kann man selber schmieden. Dann habe ich damit was geschmiedet und dann habe ich die ausgezogen, die Sachen. Und jetzt habe ich so krass überschmiedete Sachen und kann die halt nie mehr schmieden. Was möchtest du? Ja. Und warum zeigst du mir dafür eine Katzenfutterdose? Katzenfotos? Futter. So, da machen wir mal Schaden mit rein. Plus 24%. Müssen wir jetzt unten lang? Ich glaube. Keine Ahnung. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo du schon bist. Hm. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal kurz zum Händler. Sollte ich am besten auch. Ja. Das war im Hintergrund, hat es übrigens meine Freundin, die übertrieben laut eine Katzenfutterdose auskrokelt. Frauen aller. Ach Gott. Ach Gott, Purigato muss man hier so weit laufen, um zum Händler zu kommen. Warum? Ohne Scheiß, wer baut denn die Portale so weit vom Händler weg? Wer kommt denn auf so eine dumme Idee? Dennis. Kirschis Katze? Nee, der richtige Dennis. Okay, sehr gut. Christian Katzala. In Purigado gibt es übrigens auch einen Pferdehändler. Gibt es? Ja, habe ich gerade gesehen, da oben. Sehr gut, dann muss ich da gleich mal hin. Also, wo hab ich denn die Kiste hier? Die war doch hier unten, oder? Ja, und meine Kiste ist fast voll, sehe ich gerade. Ich glaube, meine nicht. So, gibt's hier einen geilen Bogen? Hier gibt's einen richtig geilen Bogen, Alter. Soll ich mir den kaufen? Wieso nicht? Weil es wieder nur ein physischer Schadenbogen ist. Und ich habe einen physischen Schadenbogen, der relativ gut ist. Also scheiß drauf.
Ich bräuchte nur noch einen Ring trinken. Und dann hätte Gungrias Set fertig. Welchen brauchst du? Weiß ich nicht. Ich kann ihn nicht benutzen, weil ich keine Stangenwaffen benutze. So, einen Gungrings Ring habe ich. Ich auch. Zwei. Wie viel Stück ist ein Gungrings Set? Drei Ringe plus Waffe, wie bei allen Kampfsets. Okay, dann fehlen mir zwei Ringe für Karins. Karins? Karis war ein normales Waldelfen-Set, oder nicht? Nein, Karis ist ein Fernkampfwaffen-Set. Also ja, es ist praktisch ein Waldelfen-Set, weil niemand anders Bögen verwendet. Ich benutze die. Ich glaub nicht. Kommt es wieder? Der Part ist übrigens in einer Minute vorbei. Knapp. Ja, okay, dann kaufe ich jetzt offscreen noch ein paar Tränke und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Man sieht ja, wie es mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss. Ciao.